Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Heute mit diesem kleinen Technikvideo. Ich möchte jetzt immer wieder kleine Technikvideo einfügen, auch zwischen meine Serie von Merlin und Artus. Hier nun der Anfang. Malen mit Kerstin. Ich habe von Vaquarell einen kleinen Farbkasten zugeschickt bekommen. Schaut mal, wie hübsch dieser kleine Farbkasten daherkommt. Wir brauchen auch meinen Ella-Stipp natürlich und die 12 Farben von Vaquarell. Das sind die Herbstfarben. Ich feuchte sie sehr gerne mit einem Spray an. Sie sind ein bisschen fester in der Haptik, sodass, also weil sie auf komplett natürlicher Basis aufgebaut sind, Honigbasis, und deswegen ist es gut, wenn man sie gut anfeuchtet. Ich verwende ein Washi-Tape für den Horizont und eine runde, selbstklebende Etikette für den Platz der Sonne. Das bereite ich mir mal vor. Die anderen Materialien findet ihr einfach unten in der Box. Ich feuchte den oberen Bereich meines Blattes an, das ist der Himmelbereich, und starte direkt über der Sonnenetikette mit einem Gold Ochre. Nehme dann anschließend ein Bronze Ochre und natürlich auch ein Venetian Red. Das ist das nächste in der Palette. Ihr seht, wie schön diese Farben sich ineinander verblenden lassen. Das gefällt mir besonders gut. Ein Anthraquinone Blue kommt von oben. Und dann mische ich ein Oxide Black mit einem Bordeaux-Rot und bekomme dadurch so einen ganz dunklen Horizont. Den trage ich mir mit dem Ella-Stipp in den getrockneten Himmel hinein auf. Der Himmel ist schön, da sind die Farben schön verblendet, und über, also beziehungsweise unterhalb der Sonne, habt ihr gesehen, lasse ich ein bisschen hell, sodass ich mit Gelb und Rot da hineingehen kann und es um die Sonne herum leuchtender bleibt. Bis jetzt habe ich mit dem Ella-Stipp gearbeitet und nun verwende ich einen feinen Schriftenpinsel, zum Beispiel den Nova Synthetics Nummer 4 von Da Vinci, und male mit derselben Mischung, wie ich sie beim Horizont genommen habe, einen ersten Baum. Mit einem Aquarell-Naturschwamm und derselben Mischung tupfe ich das Blattwerk in den Baum. Es ist Abend und vor der hellen Sonne sieht man den Baum sehr, sehr dunkel. Sieht man überhaupt diese Baumsilhouetten sehr, sehr schön dunkel. Ich habe das sehr gern, das kennt ihr auch sehr oft von mir, dieses Dunkel vor Hell. Ich liebe das Dunkle neben dem Licht. Kürzlich habe ich ein sehr schönes Kompliment bekommen. Bei einem Malkurs hat ein Besucher mir gesagt, ja, es gibt ja den Maler des Lichts und für mich sind Sie die Malerin des Lichts, die Künstlerin des Lichts. Und das hat mich sehr gefreut, weil wirklich dieses Licht in einem Bild, das ist mir sehr, sehr wichtig immer. Also das, ja, damit arbeite ich schon lange, da arbeite ich auch schon lange daran, übe ich, dass ich immer viel und immer noch mehr Licht hineinbekomme. Bilder, die sehr schön hell-dunkel zeigen, die liebe ich besonders. Also wo man sieht, wie das Licht ins Bild kommt oder die Sonnenstrahlen im Bild gefangen werden oder der Nebel angestrahlt wird von hinten von der Sonne oder die Sonne durch einen Waldrand oder so scheint. Also Licht und Schatten, Helligkeit und Dunkelheit in einem Bild, das ist mir immer ein großes Thema. Nun habt ihr gesehen, ich habe ein Bronze Ochre und ein Venetian Red genommen, rund um die Sonne, auch für die Bäume, auch jetzt für das Tupfen der Blätter. Da soll es ein bisschen warm sein rund um die Sonne. Da wird es ein bisschen angeleuchtet, das Blattwerk und auch die Stämme. Und ja, um diese Wärme zu zeigen, nehmen wir hier
um die Sonne herum hellere Farben, also nicht dieses reine Bordeaux-Rot gemischt mit einem Oxide Black, sondern wirklich eben ein Bronze Ochre, Venetian Red, Caput Mortuum. Ja, jetzt sind wir aber schon wieder weiter rechts und es ist wieder ein Bordeaux-Rot gemischt mit einem Oxide Black. Wenn wir jetzt noch weiter nach rechts kommen, werdet ihr sehen, male ich zwei Bäume, die von unten her mit Efeu bewachsene Stämme haben. Wie ihr jetzt hier seht, kann man das Ganze auch umkehren. Also man kann zuerst den Schwamm, also die Struktur des Schwammes in den Himmel tupfen und danach die Stämme und Äste hineinziehen. Das ist auch eine sehr schöne Art, diese Bäume zu malen. Und ihr habt gesehen, ich verwende wieder dieselben Farben für diese dunklen Bäume vor diesem hellen Himmel. Und wie gesagt, man kann auch dann noch einmal drüber tupfen, dass sich wirklich Äste und Blattwerk gut verbinden. Und hier seht ihr jetzt, das Tupfen mit dem Aquarell-Naturschwamm im unteren Bereich erzeugt Efeu an die Baumstämme. Dann einfach zwischen hineinfahren mit dem Pinsel und den Baumstamm hineinziehen. Manchmal muss man dann noch einmal drüber tupfen mit dem Aquarell-Naturschwamm, um das Ganze ein bisschen dichter zu gestalten. Aber das überlasse ich eurem Geschmack, wie ihr das möchtet, und male hier jetzt einfach weiter diese Bäume und ziehe sie ins Bild. Ihr seht, ich mache es hier ein bisschen mit dem Pinsel, dass ich da noch mal ein bisschen flabbriger drüber gehe. Und tupfe dann noch einmal im Blattwerk sehr dunkel darüber mit Oxide Black und Bordeaux-Rot. Ja, nun habe ich hier meinen Horizont eigentlich schon relativ gut vorbereitet. Ihr könnt natürlich noch einmal drüber tupfen, also stippeln mit dem Ella-Stipp, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und dann holt ihr die selbstklebende runde Etikette von ihrem Platz und mit einem Schrubberpinsel oder einem mittleren Detailpinsel schaut, dass er in dem Fall nicht zu hart ist, nicht so wie sonst, wo man wirklich intensiv auswaschen muss, sondern diese Farbe, diese Aquarellfarbe, löst sich wunderbar leicht vom Untergrund. Und ihr könnt die Sonne einfach so ein bisschen strahlender gestalten, indem ihr rundherum Licht hineinbringt in eure Werke. Ja. Das bearbeitet ihr so lange, dieses Sonnenplätzchen mit Aufhellen und aber auch übergehen lassen in die Baumstämme, bis ihr zufrieden seid. Vielleicht müsst ihr auch nochmal ein Gold Ochre hineinmalen zum Beispiel. Das kommt vor, also da hat man verschiedene Möglichkeiten. Macht so lange, bis es euch gefällt. Anschließend bitte den unteren Bereich des Blattes anfeuchten mit dem Ella-Stipp. Das könnt ihr sehr schön und sehr ruhig und intensiv bewässern. Und anschließend wieder starten mit dem Gold Ochre, Bronze Ochre, Venetian Red. Einfach so, dass wirklich der Wasserbereich auch die Farben des Himmels aufweist. Wichtig ist, dass man ein bisschen zügig malt, auch das Anthraquinone Blue hineingibt und das alles schön mischt, um dann sehr, sehr flott die Baumstämme hineinzuziehen. Also das ist wichtig, dass man da doch recht schnell arbeitet, solange eben das Wasser noch schön feucht ist. Gut, mit dem Ella-Stipp könnt ihr jetzt den Blattbereich, also den Laubbereich, ganz unten bei uns fällt der natürlich, ist da die Spiegelung im Wasser ganz unten bei uns, sozusagen im Vordergrund, sehen wir diese Spiegelung und die können wir auch vertikal zu uns her mit dem Ella-Stipp hineinziehen. Nun noch unten ein bisschen den Uferbereich abdunkeln. Der ist ja auch sehr intensiv dunkel und das braucht das Bild, dass der auch in der Spiegelung vorkommt. Wenn es nicht mehr so gut sichtbar ist, die Baumstämme dann noch einmal drüber ziehen, noch einmal nachziehen. Das ist auf jeden Fall schön, wenn die gut sichtbar sind. Ja, nun nähern wir uns schon bald dem Ende. Das Wasser hat ein bisschen angezogen und mit reinem klarem Wasser und den feinen Härchen des Ella-Stipps könnt ihr jetzt über das Blatt ziehen. Den Ella-Stipp bekommt ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Das findet ihr auch unten in der Box.
Ja, nun sind wir mehr oder weniger fertig mit Bordeaux Rot. Intensiviere ich es hier gerade noch ein bisschen, um die Sonne, um dieses Warme noch ein bisschen mehr leuchten zu lassen. Und dann können wir noch ein paar Vögel an den Himmel zaubern und schon sind wir fertig. Und ja, können uns über unser Bild freuen. Rahmen, als Karte verschicken, als kleines Präsent verschenken. Vielleicht noch einen Spruch hinten draufschreiben oder einen Schriftzug ins Wasser geben und das ganze Herbstthema wird ein schönes Geschenk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf weitere kleine Technikvideo mit euch. Alles Gute und ja, nicht zu vergessen, wer nicht genau diese Farben besitzt, ich schreibe unten in der Box die Alternativen von Schminke dazu. Alles Gute und bis bald. Tschüss!